Was ist der Stresstest für Banken? Es wird gerüttelt und nach Löchern gesucht, um herauszufinden, sind die Banken gesund, ist ihr Fundament stark genug. 130 Banken der Eurozone werden dem Finanz-TÜV, dem Bankenstresstest, unterzogen. 24 davon aus Deutschland. Die Prüfer sind von der Europäischen Zentralbank. Sie bewerten die Bilanzen. Dazu nehmen sie an, dass eine lange Krise kommt. Die Aktienkurse brechen ein, Kredite für Häuser oder Firmen platzen, die Preise verfallen. Die gesamte Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt, geht zurück. 2 Jahre lang. Dann berechnen die Prüfer, würde die Bank der Krise widerstehen oder bräche sie zusammen. Um Kreditausfälle abzufedern, braucht eine Bank Eigenmittel. Die sogenannte harte Kernkapitalquote darf niemals unter 5,5% sinken. Liegt sie nach dem simulierten Crash darunter, fällt die Bank durch. Doch eine Chance hat sie noch, wenn sie schnell ihre Kapitallöcher schließt. Aber wie? Sie könnte eigene Aktien ausgeben oder Anteile verkaufen. Wenn das nicht reicht, kann noch der Staat eingreifen. Erfüllt eine Bank die Kriterien aber dauerhaft nicht, muss sie schließen, egal wie groß sie ist. Die Europäische Zentralbank will gesunde Geldhäuser. Schließlich übernimmt sie dafür bald auch die Bankenaufsicht.